Hallo Rö, da bin ich wieder mit Mega Man X und ich habe noch vorhin so großkotzig gesagt, ich habe jetzt alle Teile. Nein, ich habe noch nicht alle Teile, mir fehlt noch ein E-Tank, den habe ich auf meiner Liste völlig übersehen. Das machen wir aber ganz fix. Der ist nämlich sehr schnell zu erreichen. Den konnte ich bisher nicht holen, da ist er, weil mir der Bumerang von Boomer Kovanga fehlte. Jetzt habe ich aber alles. Das habe ich sehr gut gemacht. So, nun habe ich wirklich alles zusammen. Ich sollte eine Strichliste führen. Naja. Wir springen jetzt in die Stage von Armored Armadillo. Das arme Ding ist ja tot. Aber die Stage hält noch eine letzte Überraschung für uns bereit. Wow. Nämlich das allerletzte Upgrade in dem Spiel. Sehr gut versteckt. Und ich weiß nicht, wie man darauf kommen soll, also wie man das Teil finden kann, wenn man es nicht irgendwo mal nachliest. So gut versteckt. Man kriegt es nämlich auch erst, wenn man alle Stücke zusammen hat. Ich will mal kurz die Energie mit einsammeln. Ah, dann lasse ich das mit der Energie. Hatte nur schon mal an meine E-Tanks gedacht, die ich vielleicht mal auffüllen sollte. In weiser Voraussicht für später. Ja, gut, dann nicht. Dann flitze ich jetzt einfach so durchs Level. Lass mich von allen treffen, was ich so finde. So, werde mich noch nicht berührt. Bitte einmal Hand heben. Ich treffe auch nichts, ey. Schön, wie die Energie auf dem Boden liegt und ich sie nicht kriege. Wow. Das muss mir mal jemand erklären, wie das mit dem Impuls hier funktioniert. Ja. Ach was. Den kann man auch chargen. Interessant. Oh, der geht ja weit. Wie weit geht denn der? Bis es keinen Bock mehr hat. Schön. Ich muss mal kurz gucken, wie viel Leben habe ich eigentlich? Zu wenig. Zu wenig für meinen Plan. Ah! Weil es uncool. Jetzt muss ich mal kurz gucken, wo das denn war. War das gar nicht hier? Offensichtlich nicht. Schade. War der irgendwo davor in dem Level? Idiot. Es gibt nämlich einen Gegner, der hat eine erhöhte Drop-Chance auf Leben. Wie ich aus dem Let's Play von Lyra, ich hatte ihn in einem anderen Teil bereits erwähnt, gesehen habe. Das wollte ich mir jetzt eigentlich zunutze machen. Nur habe ich natürlich wieder vergessen, wo es war, weil ich mir gedacht habe, ach, das übersehe ich schon nicht. Doch, jetzt übersehe ich es. Frage, wie weit kann ich wieder zurück? Wie viel Backtracking kann ich betreiben? Ich glaube nicht so viel. Was mich jetzt dazu zwingt, dass ich das Level nochmal machen muss. Ich brauche nämlich ein paar Leben für meinen unglaublich geilen Plan. Wobei, das war jetzt auch wieder dumm. Ich muss nämlich gar nicht unbedingt Leben verlieren. Ich kann auch das Level jederzeit von vorne machen. Geht aber schneller, wenn ich genügend Leben habe. Ich erkläre später, warum. Ich muss nur mal aufpassen, dass ich den Special Gegner nicht verpasse. Uah! Meine Güte. Nein, der war es nicht, aber das Leben nehme ich trotzdem mit.
Und ich freue mich auch über jeden aufgeladenen E-Tank für später. Na, okay, ich nehme sie nicht mit. Ist ja gut, ist ja gut. Ich habe verstanden, ich habe verstanden. Ah, ist wieder herrlich hier. Ich spiele wieder wie ein Profi. Habe ich die Fledermaus schon wieder übersehen? Ich werde wahnsinnig. Oder war es doch der eine, der ein Leben gedroppt hat und es noch so arschkalt meinte? Ah, nee, der ist es nicht. Es ist eine Fledermaus, die ein bisschen anders aussieht. Dem Design nach sieht das Ding aus wie das Teil aus Mega Man 2 für NES. Ah. Muss ich schon wieder übersehen haben. Das wird langsam nervig. Dann mache ich hier raus doch einen ganzen Part. Bevor ich dann zu Sigma gehe. Mensch, allmählich wird's peinlich. Da ist das Teil! Da, habt ihr das gesehen? Das Ding. Das sieht anders aus als der Rest. Das ist ganz am Anfang des Levels. Wie konnte ich das Ding übersehen? An dieser Stelle nochmal herzlichen Dank an Lyra, der es in seinem Let's Play sehr schön gezeigt hat. Und ohne ihn wüsste ich das gar nicht. Ich dachte, Mega Man X würde ich auch einigermaßen gut kennen. Aber er kennt es einfach besser. Solche Gegner sollte es immer geben. Erhöhte Dropchance auf Leben ist gut. Das Ding schmeißt ja fast nur Leben. Dürfte jetzt auch meine 9 zusammen haben. Ja, jetzt gerade. Jetzt gerade habe ich meine 9 zusammengekriegt. Gut. Mensch. Schwierige Geburt, das alles. Geh weg. Schade, die Flammen kommen nicht hoch genug. Nein, lass mich weg. Blöde Fledermäuse. So, jetzt geht's los. Endlich mal. Ich hoffe, das klappt jetzt. Sinnvoll.
So, ich muss nämlich hier hoch das Ding einsammeln. Und zwar 4 oder 5 Mal. Ups! Und das geht einfach am schnellsten, indem man Leben verliert. Deswegen habe ich versucht, Leben zu farmen. Und das ging am schnellsten über die Fledermaus. Verrückt, oder? Gut, jetzt könnte man fragen, warum? Warum muss man das jetzt machen? Ich zeig's euch, wenn es soweit ist. Sehr gut, sehr gut. Ha! Oh Mann, was war denn das? Also keine Experimente mehr auf dieser blöden Lore, oder wie ich das Ding nennen soll. Eine Lore ist es ja eigentlich auch nicht. So, das war jetzt das zweite Mal. So anstrengend. So ohne Autofeuertaste. Oh, da ist gerade wieder ein E-Tank voll geworden. Das ist ganz nett. Oh, das war's schon. Diese Kapsel gibt es nämlich nur, wenn man häufig genug dort dran war, da oben. Und alle Power-Ups gesammelt hat. Wie ihr sehen könnt, Dr. Light trägt einen Gi. Das habt ihr jetzt wahrscheinlich nicht mehr gesehen. Hier nochmal einblenden. Ja, und erinnert doch ein bisschen an, entfernt, an Ryu aus Street Fighter. Und was wir hier jetzt kriegen, ist ein Killer. Yep. Hadouken. Kann ich leider nur ausführen, wenn ich volle Energie habe. So, jetzt habe ich das Teil. Meine Subtanks sind inzwischen sogar auch voll. Ah. Dann geht es jetzt weiter, beziehungsweise im nächsten Teil geht es dann weiter mit... Ups, mit der Festung von Sigma. Bis zum nächsten Mal.